Ja, herzlich willkommen in diesem Video und hier am Rande von Neinstedt am Harz. Ja, ich bin hier auf einem kleinen Spaziergang vorbei an einem Obsthain, den ich sehr mag, besonders im Frühjahr, wenn es anfängt zu blühen. Ja, und Spaziergang deswegen, weil Wanderungen noch nicht unbedingt drin sind bei mir. In den letzten 3 Wochen habe ich aufgrund einer Erkrankung mehr gelegen und gesessen, als mich anständig bewegt. Bin auch ein bisschen wackelig auf den Beinen und mach das lieber ganz vorsichtig. Ja, vielleicht wird daraus ja wieder eine neue Folge von Auf kurzen Wegen unterwegs im Harz. Mal sehen. Ja, und wenn ihr Lust habt, seid einfach mit dabei. Also dann, viel Spaß. Ja, dort oben nicht ganz so gut zu erkennen. Ist der Bergfried der Lauenburg, besser gesagt der Vorburg der Lauenburg. Die Lauenburg selber, die Ruinen, die liegen noch ungefähr da. Und hier noch weiter runter liegt die Stecklenburg, von der auch noch ein bisschen was zu sehen ist. Da werde ich heute nicht hingehen, aber das kann man ja mal im Hinterkopf behalten. Das ist ziemlich große Anlage. Also wenn man die Orte heute sieht, ja, fragt man sich, wie da so eine riesige Anlage hinkommt. Aber war mal sehr wichtig. Es wird mächtig windig. Aber hier über den Obsthain hinweg hat man einen schönen Blick auf Neinstedt. Und dahinter, jetzt im Nebel wenig zu erkennen, liegt Quedlinburg. Und dort drüben, da, hinter den Bäumen da, sind so ein paar Spitzen zu erkennen. Das ist die Teufelsmauer. Das war mal eine kurze Runde. Ja, jetzt will ich noch ein bisschen in den Wald gehen. Das ist vielleicht etwas windgeschützter. Ja, wie ihr seht, liegt hier immer noch Schnee. Allerdings sind wir für den richtigen schönen Wintereinbruch im Harz leider zu spät gekommen. Und der hier wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich tauen. Aber naja, man kann sich die Zeit nicht immer aussuchen. Und trotzdem ist es schön hier. Ein Blick nach Stecklenberg. Ja, passt so gar nicht zu mir, aber ich muss jetzt erstmal eine kurze Pause machen. Aber ich erzähle euch jetzt lieber einmal eine Sage von der Lauenburg, nämlich die von der blauen Blume. Einstmals in heute längst vergangenen und vergessenen Tagen, als die Lauenburg selbst schon ihre glanzvollsten Zeiten hinter sich hatte, lebte auf der Lauenburg der verwegene Raubritter Albrecht. Dieser hatte eigentlich alles, was sein Herz begehrte: Reichtum, Vieh, Gesinde. Doch an einem fehlte es ihm, an einem schönen Weibe.
im Dorfe Stecklenberg, aber er sei ein wunderschönes Bauernmädchen, das er sich zu eigen machen wollte. Da die Jungfrau sein Liebeswerben abwies, wollte er sie mit Gewalt auf seine Burg entführen und lauerte auf sie im dunklen Versteck des Dickichts Tag um Tag. Einmal geschah es, dass er das Mädchen überraschte, als es auf einer Bergwiese bunte Blumen zum Kranze wand. Mit rohem Griff riss er es in seine Arme und spornte sein Ross zu wilder Flucht. Kraftlos hing das Mädchen in dem umklammernden Arm des Raubritters und wünschte sich angstvoll die Erlösung durch den Tod. Da legte sich ein dunkler Schatten über die Augen des Mädchens und hüllte sie in ein wohltätiges Dunkel. Der Tod hat ein sanftes Werk getan. An der Stelle aber, wo das Mädchen verblich, spross eine blaue Blume, liliengleich und leuchtend, wie sie noch nie das Auge eines Menschen sah. Nur einmal im Jahr, in einer Vollmondnacht und zur Mitternachtsstunde, erblüht sie. Wenn ein Wanderer sich findet und pflückt, geht ihm ein jeder Wunsch in Erfüllung, den er auf seinem Herzen trägt. Na dann, liebe Wanderer, haltet Ausschau nach der blauen Blume. Das hier ist der Wurmbach. Bis in den Herbst hinein war der so ziemlich ausgetrocknet. Also eigentlich hat der unten in Neinstedt schon kein Wasser mehr geführt. Ja, und jetzt ist er zugefroren. Es rauscht und plätschert. Sieht schon toll aus. Diese Blasen da unten sich immer bewegen. Unter dem Eis. Herrlich. Ja, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich jetzt doch noch zur Burg hochgehe. Aber ich glaube, ich gehe wieder zurück. Gibt dann auch keinen Ärger mit meiner Frau. Ja, ich glaube, das ist besser. Für den ersten Tag mag es erstmal reichen. Und ich habe ja auch noch ein bisschen den Weg zurück. Na, ich hatte mir zwar vorgenommen, mit leichtem Gepäck, oder besser gesagt mit gar keinem Gepäck, unterwegs zu sein, und jetzt ärgere ich mich doch ein bisschen. Wenn man so schöne Stellen sieht, da wäre die große Kamera jetzt sehr von Vorteil. Doch siehe da! Mein helfender Geist eilte herbei, um mir meine Ausrüstung zu bringen. Und so konnte ich doch noch mit meiner Arbeit beginnen.
Tja, und für euch hoffe ich, für mich natürlich auch, dass es euch ein bisschen gefallen hat, trotz meiner eingeschränkten Möglichkeiten momentan. Ja, und seid einfach wieder dabei beim nächsten Mal. Tschüss.